Wenn wir uns ansehen, was an Süßwasser bezogen wird für die Landwirtschaft, sehen wir hier wirklich die Hotspots in Afrika, zum Teil auch im Nahen Osten oder auch in Südamerika. Beziehungsweise für die Industrie, da verschiebt sich die geografische Lage etwas. Hier sind wir mehr in Europa beziehungsweise in Nordamerika, auch in Russland. Für den Gebrauch im Haushalt sehen wir interessanterweise große Mengen in Mittelamerika, natürlich auch in Europa, aber auch in Afrika. Die Verfügbarkeit von Süßwasser, was wir hier sehen, ist geografisch bedingt am geringsten natürlich in Afrika, in der Sahara-Zone, sehr hoch in Nordamerika oder auch in Südamerika, jedoch auch in Skandinavien und Russland. Der Süßwasserstress wird sich jedoch weiterhin auswirken, wie hier in Afrika zu sehen ist, welcher sich hier inzwischen manifestiert, beziehungsweise sogar auch im Süden von Amerika, wo auch große Mengen verbraucht werden. Es werden auch viele Seen verlanden, wie beim Beispiel des Aralsees, welcher ein extrem großer See war. Und wenn Sie sich diese Grafik ansehen, wie verschwindend gering der Aralsee nun geworden ist und welcher hier den weite Teile mit Trinkwasser versorgt hat, wird es wirklich ein großes Problem auch für die Trinkwasserversorgung. Hier vom Jahr 1963 bis 2001 sehen Sie, wie sich die Vegetation weiter fortgeschritten hat und wie der Aralsee immer kleiner wird. Es betrifft jedoch nicht nur Seen, sondern auch Flüsse, wie hier den Colorado River. Er hat früher 20 Kubikkilometer Wasser jährlich geführt, in Spitzenzeiten. Das heißt, heute kommt dieser Fluss praktisch nicht mehr an, weil er langsam versickert. Und diese Versickerung kommt auch zustande durch die Verbauung von unseren Flüssen. In Österreich haben wir nur noch 4% an natürlich vorkommenden Flüssen. Die meisten sind anthropogen stark beeinflusst, welche entweder für Staustufen verwendet werden oder im Sinne des Hochwasserschutzes ganz massiv verbaut worden sind. Auf der Nordhemisphäre haben wir ca. 75% der Flüsse, welche verbaut, abgeleitet oder stark beeinflusst sind. Das ist natürlich eine sehr große Menge.